Ich sollte auch noch seine Erfahrungen reinschildern. Ich glaube, man hat es nicht einfach mit einem Mikropenis im Leben. Aber, lieber MediaTV, du kannst mir deine Erfahrungen nochmal in die Kommentare schreiben. Also, ich habe da echt gar keine Erfahrungen drin, also. Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Mario Kart 18 mit mir, den Thomas von Playgadon. Nochmal eine Entschuldigung dafür, dass gestern kein Video kam, aber ich habe hier auch schon ein Video rausgebracht. Die Technik hat mich gestern echt verarscht. Ich hatte so viele Probleme mit dem PC. Ich habe einen neuen Arbeitsspeicher bekommen, weil der vorherige irgendwie kaputt gegangen ist. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Ich kriege einfach alles hin. Ich kann mir auf Steam Virus runterladen. Ich wette, das kriege ich auch noch irgendwann hin. Auf jeden Fall haben wir den Arbeitsspeicher ausgewechselt und dann war das Problem, mein jetziges Netzteil hat zu wenig Strom gebietet. Yay. Da musste das Netzteil auch noch ausgetauscht werden, war auf jeden Fall gestern ein teurer Tag für mich. Ich habe in der letzten Folge auf jeden Fall euch darauf angesprochen, dass ihr mir Themen in die Kommentare schreiben könnt und ich würde auch sagen, wir fangen direkt an. Das erste Thema hat der liebe MediaTV angesprochen und zwar Mikropenisse und deswegen würde ich sagen, fangen wir erstmal mit dem Thema an. Ich sollte auch noch seine Erfahrungen reinschildern. Ich glaube, man hat es nicht einfach mit einem Mikropenis im Leben. Aber, lieber MediaTV, du kannst mir deine Erfahrungen nochmal in die Kommentare schreiben. Also, ich habe da echt gar keine Erfahrungen drin. Also, ja, musst du mir verzeihen. So, das nächste Thema wäre vom Slyers Decos. Lifestyle, Mädchen und das Leben als Playergadon-Hipster. Alter, wir gehen mal zu... Oh Mann, ich hätte die Abkürzung nutzen können. Ja, Alex, am... Okay. Danke, dass du darüber gefahren bist. Lifestyle, ja, Lifestyle, keine Ahnung, was soll ich darüber reden. Ich kann unter dem Begriff nicht viel anfangen, aber ja gut. Mädchen, ich bin Gamer, habe ich nichts mit zu tun. Dein Spaß natürlich, also momentan, wenn ich ehrlich bin, fehlt das Interesse für eine Freundin und die Zeit auch. Ich meine, ich habe momentan noch kaum Zeit irgendwie für meine normalen Freunde und dann passt sowas, glaube ich, gar nicht rein. Außerdem, ja... Der Zeitfaktor fehlt und das Interesse momentan. Also ich zock momentan wirklich lieber. Ich habe auch nicht den Nerv momentan dafür und jetzt... Okay, wir sind noch... Was, Fünfter? Waren wir nicht Vierter? Egal, ich habe das mit Videobeweis, was ich vorhin für einen Platz war. Das werden wir uns gleich auf jeden Fall nochmal anschauen. Meine Mutter hat gerade angefangen zu staubsaugen. Ich hoffe, man hört es nicht. Auf jeden Fall... Ich habe ihr Bescheid gesagt, sie soll nicht bei mir staubsaugen. Hoffen wir mal, dass sie es auch macht. Auf jeden Fall, das nächste Thema, was wir hier hätten, wäre das Leben als Playergadon-Hipster. Das Leben als Playergadon-Hipster ist nicht einfach, wenn man da immer gemobbt wird, wisst ihr? Nein, Spaß. Ja, das Leben so als kleinerer YouTuber, zumindest in der Schule, manche feiern es und manche finden es einfach nur total scheiße. Und jeden Tag hat man immer aufs weitere Diskussionen. Wie viele Abonnenten hast du? Was? Sind nur drei dazugekommen? Was ist das denn? Was ist daran denn schlimm, wenn nur drei dazukommen? Ich meine, es ist doch geil, wenn man ein Wachstum hat. Ja, na, ja gut, es gibt auch andere YouTuber, die viel schneller wachsen, aber das interessiert mich ja nicht. Es geht ja um mich und nicht um die anderen, also... Ja, ich verstehe sowas nicht. Oh, wir sind Erster. Mal gucken, wie lange das anhält. Ja, ja. Na, okay. Dann hätten wir hier das Thema vom lieben Hüben. Was denke ich über die Zukunft von YouTube? Ja, die Zukunft von YouTube, da gibt es auch gespaltene Meinungen. Einige sagen, wird schon in den nächsten Jahren enden, aber ich bin der anderen Meinung. Ich sage, ja, als ob! Mann! Oh, Mann. Weißt du, wenn ich nicht Erster bin, dann gibt es nie eine erste Plattform und dann... Also ich bin der Meinung, dass YouTube wirklich noch sehr, 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 sehr lange anhalten wird. Momentan, das beobachte ich auch bei mir und bei anderen. Und zwar, dass in meinem Freundeskreis gucken nicht mehr besonders viele Fernsehen. Das hat aber auch den einfachen Grund, weil da meiner Meinung nach nur noch Müll läuft. Siehe Erste und das Zweite. Ich glaube, das ist für Jugendliche nicht so angemessen. Da, ja. Ich glaube, das Erste und das Zweite, ihr wisst ganz genau, was da für Sachen laufen. Das Einzige, was man sich da angucken könnte, ist halt in der EM, WM Fußball und das war's dann, glaube ich, auch schon. Und Aktenzeichen natürlich nicht zu vergessen.
auf ZDF. Jetzt habe ich natürlich für die, für das Product Placement tausende von Euros bekommen. Genau, jetzt habe ich es noch nicht mal rüber geschafft. Wetten, jetzt überholt mich noch irgendwer. Oh, da habe ich am Ende noch auf die Bremse gedrückt. Bin aber noch Zweiter geworden. Das ist nochmal gut gegangen. Zum Glück aber auch. So, ja, wie gesagt, das Erste und das Zweite eignen sich nicht so für Leute in meinem Alter und auch höher. Beziehungsweise das Erste und das Zweite gucken irgendwie nur ältere Menschen. Ich weiß nicht, ob ich es mir nur vorstelle, aber ich glaube schon, ihr könnt mir ja mal eure Erfahrungen in die Kommentare schreiben. Beziehungsweise, wenn ich immer bei meiner Oma bin, läuft nichts anderes. Leider. Und RTL, ja, Assi TV hoch 9, ne? Am Nachmittag kann man da wirklich nichts anderes gucken, außer Mitten im Leben, Familie im Brennpunkt und was weiß ich. Und abends die Filme, die da momentan laufen, das sind irgendwie Filme, die schon 600 Milliarden Mal im TV liefen und ich glaube, die hat jeder schon gesehen. Man muss dann schon wirklich ein Hardcore-Fan des Films sein, wenn man sich das dann nochmal 10 Mal anschaut. Ich glaube, ProSieben, das ist eigentlich der einzige Kanal, der noch einigermaßen vernünftige Sachen bietet mit den ganzen Serien. Allerdings nach einer Zeit auch Wiederholung, wenn man die Serien dann kennt, dann ist das auch nicht mehr so schnieke, es zu gucken. Und auf YouTube hat man halt die Freiheit, was man sich anschaut. Natürlich im Fernsehen auch, aber momentan sind die Kanäle irgendwie so abgestimmt, dass die beinahe das gleiche zeigen. Ist mir zumindest so aufgefallen. Wie gesagt, auf YouTube hat man die Freiheit, was man sich anschaut. Auf YouTube gibt es sehr viele Sachen, was man sich anschauen kann. Alles mögliche, Let's Plays, Real-Life-Videos, Comedy und das ist halt das Schöne an YouTube, diese Freiheit, die man hier hat. Und der Hübi hat mich auch gefragt, was ich für die Zukunft meines Kanals habe, beziehungsweise was ich mir vorstelle. Ja, also mein Ziel wäre es wirklich, dein Ziel ist es ja auch, irgendwann in das Netzwerk Alliance reinzukommen. Das wäre wirklich mein absoluter Traum und dann PietSmiet zu treffen, neben den beiden so einem Netzwerktreffen zu sitzen. Das wäre natürlich geil, aber wäre auch schnieke, wenn das wirklich mal so wäre. Die Anforderung dafür ist 1000 Aufrufe pro Tag. Momentan sind die Aufrufe bei uns so, ja, im Durchschnitt 300 Aufrufe pro Tag, also ja, dauert noch ein bisschen, aber ich werde natürlich weiter mit YouTube machen, da ich das wirklich als sehr großes Hobby habe. Ja, die erste Platzbombe, du kannst mir momentan helfen. Komm, komm. Am Arsch. Erster. Bah! Als ob ich nur Zweiter geworden bin. Ey, das ist doch verarsche. Ey, Mann. Der Staubsauger kommt wirklich immer näher und meine absolute Hassstrecke. Okay, kommen wir zum Thema von Loopy. Er möchte, dass ich mal über die Gamescom und kommende Konsolen, wo ich denke, dass sie rauskommen werden, reden. Die Gamescom, ja, darauf freue ich mich wirklich riesig. Eigentlich freue ich mich nur riesig, weil ich dann YouTuber sehe, die ich dann beinahe täglich schaue, wie zum Beispiel Gronkh und Pandoria. Corrupted hätte ich auch gerne getroffen, leider ist er nur Samstag da und wir fahren da Sonntag hin. Schade. Aber ich will dem lieben Manager, der die Tickets vorbestellt hat, keine Vorwürfe machen. Was werde ich auf der Gamescom alles testen? Ich werde auf jeden Fall in der Nintendo-Abteilung ein bisschen rumchillen, ein bisschen viel sogar rumchillen. Und dann habe ich auch vor, beim Mario Kart 8 Turnier mitzumachen. Und natürlich werde ich mein Bestes geben und hart dafür trainieren. Und ich hoffe, da werde ich nicht immer Zweiter. Wo ich kurz vor der Ziellinie versage und hier in den Kurven, okay, einiges raushole. Und was ich auch vorhabe, FIFA 16 natürlich anzutesten. Für die PS4, Xbox One bin ich nicht so der Fan von, wenn ich ehrlich bin. Ja, mir gefallen auch die Controller von der Xbox One nicht. Wisst ihr, was ich meine? Also, jetzt unter Sony-Zocker, jetzt unter euch. Die sind so schwer, finde ich. Ich weiß nicht, ob es Einbildung ist, aber ich meine schon. Also, die Sony-Controller sind auf jeden Fall leichter. Weil mein Bizeps halt so klein ist, dann kann ich halt nicht so schwere Sachen tragen. Wisst ihr, was ich meine? kommende Konsolen. Habe ich echt gar keine Ahnung. PS5 vielleicht irgendwann 2019 oder so. Aber sonst habe ich echt gar keine Ahnung. Xbox One. Habe ich auch keine Ahnung, wann der Nachfolger kommen soll.
Und ich wurde hier gerade echt durchgefistet von den allen. Aber Vierter will ich mindestens. Fail. Vierter werden wir noch geil. Ja, Vierter sind wir noch geworden. Und dann würde ich sagen, das war's mit der heutigen Mario Kart Folge. Falls ihr weitere Themenvorschläge habt, schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Sagt euer Hipster Thomas. Bye.